haben wir das wunderschöne Schätzchen. Wir müssen auf jeden Fall Rasen mähen. Öffnen. Vielleicht können wir. Oh Gott. Wo ist das Pink? Wo ist das Pink? Oh. Ja. Auf jeden Fall Rasen mähen und Unkraut wegmachen müssen wir. Oh. Oh, wow. Ja. Wow. Sag ich schon wow? Natürlich ist das Auto auch pink. Gehen wir mal hoch. Wir haben nämlich ein Oben. Wir sind reich. Ein Ankleidezimmer, wirklich. Und ein Schlafzimmer. Also am liebsten würde ich das Haus jetzt einfach wieder verkaufen. Das ist ganz schön pink. Und ganz schön fürchterlich hässlich. Aber ich werde hier noch das ganze Unkraut entfernen. Und, oh Gott. Und diese Maulwurfshügelchen. Das ist schön, das Blumenbeet. Und, oh nein, Entschuldigung! Ich habe eigentlich gar nichts gegen Maulwürfe. Klar, wenn die irgendwie in ein Beet hochkommen, was man nicht, was man gerne hat und was sie dann kaputt machen, ja, ist ärgerlich. Aber die haben ja auch ein Recht zu leben und ja, ich habe mich auch einfach mein Beet da platziert, wo der Maulwurf wohnt. Naja, ach. Ich werde hier mal ein bisschen. Wow, neuen Fertigkeitspunkt. Ein bisschen Ordnung schaffen. Und dann können wir vielleicht da sogar zwei Häuser flippen. Aber das ist alles Unkraut. Oh, wie traurig. Das war alles so schön. Und dann können wir vielleicht sogar zwei Häuser flippen irgendwie. Gucken. Weil ich kriege die ersten 5 Minuten gerade immer voll mit dem Haus hier. Ich kann natürlich euch auch schwindelig werden lassen beim Zugucken über meine wunderschönen Unkraut-Entfernungskünste. Was ist denn. Was habe ich denn für einen neuen Fertigkeitspunkt bekommen? Gärtnern. Hier bleibt mir noch eins über. So. Ein Haus werden mit Buschelrasen. Ja. Ich entferne jetzt noch alles Unkraut. Aber, mehr wird hier auch nicht gemacht in diesem Garten. Vielleicht pflanze ich noch irgendwie. Irgendwas Schönes. Doch gut aus. Hier. Oh, sei es. Wo bist du? Unkraut. Unkraut. Ah. Unkraut. Oh, ich stehe da schon genau drauf. Wo? Oh. Guck mal, jetzt haben wir sogar was im Garten geändert. Wo ist dieses. Das ist hier dran. Natürlich ist das hier dran. Ach, ihr mich auch, wirklich. Dann bleibt das da halt. So. Und krautmäßig ist das auch ein schöner Garten. Wir wollten noch einmal ganz schnell gucken. Ah. Okay. Wir wollten doch jetzt in den Shop. In den Garten. Und dann einfach nochmal. Ach, guck mal, wir können hier so ein Bonsai können wir hier draußen hinstellen. So. Und Erholung. Vielleicht kriegt ihr irgendeinen Pool oder so. Sport. Wir könnten auf jeden Fall einen Sandkasten. Das ist kein Kinderhaus. Ein Pool? Architektur? Gartentreppen? Konstruktion? Möbel? Ich habe mich hiermit auch ehrlich gesagt noch nicht so wirklich beschäftigt. Zäune, Pflanzen, Erholung, Bodenbedeckung, sonstiges. Geräteschuppen ist auch mal gut.
guck mal, wir könnten hier so einen Wäschetrockner hinstellen. So. Dann haben wir auch was an diesem Haus getan und keiner kann uns vorwerfen, wir hatten nichts getan. Aus verkaufen. Versteigern das Haus zur Auktion. Wir haben jetzt 10 Minuten dran gearbeitet. Und haben 118 dafür ausgegeben und 60 Dollar reingesteckt. Die hätte ich gerne wieder. 120 nur? Da sind zu viele Zimmer. Was habt ihr denn? 120 nur? Ach so, oh Gott, abbrechen. Okay, sehr gut. Okay. Ich würde sagen, wir verhandeln nochmal. Ich wusste gar nicht, dass es Strafe gibt. Mach mal. Ich hätte gern 5000 mehr. Mal gucken. Dein Angebot ist zu niedrig. Wir wären sehr glücklich, wenn wir hier einziehen könnten. Ist das ein Ja? Yes. Schließen. Dann nehmen wir das an, oder? Okay, das war Apartment. Fotografiere das Apartment. Achso, das sind jetzt Fotos von dem Haus, was wir so schön. Achso, das meint er mit Apartment. Ich war gerade so tief verwirrt. Okay. Wir gucken ja jetzt gucken, was es Neues gibt. Okay. Hier sind jetzt meine Häuser drin. Uah. Vorher, nachher. Gut, sehr schön. Und die erledigten Jobs würden dann auch da reinkommen. Was haben wir denn jetzt? 166.000. Guck mal, das ist die Männerhöhle. Die Männerhöhle sieht nicht so schön aus. Bunker, Bunker, Bunker. Schlechter Effekt. Das Haus, das etwas verbirgt. Wechsel zu. Das hier ist unser Schmuckstück von außen. Wahrscheinlich muss ich hier wirklich Rasen mähen. Von innen. Müll, Müll, Müll. Es gibt. Beim Keller. Okay, hier haben wir ein wunderschönes Badezimmer. Aber ich habe hier vielmehr eine Version von Sachen, die man machen kann. Wir gehen runter in den Keller. Super cool. Boah, ganz schön groß. Ja, ich habe auch schon so ein paar Ideen, was man hier alles so Schönes machen könnte. Und der Garten. Ja, ist auch schnick, oder? Genau. Viel mehr zu diesem riesen Rosa-Träumchen. Erinnert euch nochmal daran, wie es aussah? Ich würde jetzt am liebsten so mit den Fingern schnipsen, aber mal gucken, wann ich euch wieder dazu hole. Ich stürze mich jetzt erstmal drauf und gucke mal, was sich alles so verändern lässt. So, es ist gereinigt und alles entfernt. Oh, ich wollte ich nicht verkaufen. Alles, was super hässlich ist, wurde entfernt. Ob ich es schon einmal erwähnt habe. Aber es gibt doch nichts Schöneres als Rasen zu mähen. Weder im echten Leben noch hier im Spiel. Aber wir haben es bald geschafft. Guckt euch an, wie viel wir schon geschafft haben. Und ich habe diesmal erst Rasen gemäht, bevor ich das Unkraut entferne. Was ein bisschen nervig ist. So. Guckt mal, wir haben es bald geschafft. Und so, hier am Baum vorbei. Und vorbei an den schönen Gänseblümchen. Und wir haben auch schon den ganzen Brennnesseln tot gemacht. So, der Garten ist jetzt fast wieder hübsch. Ich glaube, den größten Scheiß haben wir rausbekommen. Okay, ich möchte jetzt einfach mal gucken, was für neue Möbel wir haben. Shop. Alles. Warum kann ich da? Ach doch, da kann ich nicht. Wartet einmal kurz. Schöne Fliesen. Ganz schön teure Fliesen. Tapete. Aha.
Ah, cool. Sachen für die Küche. Servietten. Oh, richtig schöne Sachen für die Küche. Und Sachen fürs Kinderzimmer. Auch schön. Fußböden. Vielleicht können wir ja das Haus versuchen, hier nur mit von dem neuen etwas einzurichten. Möbel. Das gefällt mir. Sehr, 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 sehr schön. Tür. Ach, cool. Wir haben auch neue Türen. Oh, und coole Lampen. Oh, wie schön. Sachen fürs Badezimmer. Eine neue Dusche ist in Ordnung. Oh, neue Gemälde, aber auch nur zwei. Toll. Toll. Küche war ich. Okay. Hier können wir auf jeden Fall eine ganze Küche mitbauen. Mal gucken, welche wir nehmen. Elektroherd ist auch sehr schön. Zierleisten, aha. Und sonstiges. Surfbrett, Feuerholz. Ah, oh, so ein Traumfänger. Und ein Hundebett. Ganz viele Hundebettchen. Dann brauchen wir auch Katzenbettchen. Also, was nehmen wir denn für die Küche? Eine hölzerne? Kaufen. Shift. Ich glaube, ich verkaufe die auch. Okay, das ist schon mal das Grundgerüst unserer Küche. Dann brauchen wir Möbel, Tische. Nehmen wir so einen coolen Glastisch. Der ist ja klein. Ich will so einen großen, richtigen Esstisch. Kaffeetisch. Der ist auch so klein. Bist du ein? Du bist auch so ein Wohnzimmertisch, oder? Nee, du bist. Aber du bist zu groß. Okay, dann können wir nicht einen Tisch aus dieser Reihe nehmen. Tische. Müssen wir hier einen Tisch nehmen? Couchtisch. Keiner möchte einen Couchtisch. Esstisch. Hier, nehmen wir den. Drehen das ein bisschen. Aber vielleicht können wir ja. Ulm ist das, ne? Kaufen. Verkaufen. Ich richte jetzt auch erst ein, bevor die Wände fertig gemacht werden. Dann muss ich auch noch Gips. Ne, nein, die möchte ich abreißen. Wie sieht es denn mit Möbel aus? Mit Tischen. Stühlen, meine ich. Stühle, Stühle. Gut. Dann nicht. Dann nicht. Hier ein Stuhl in amerikanischer Ulme. Merkwürdig, wie unterschiedlich die amerikanische Ulme aussieht, ne? Haufen. So. Veranda für zwei Leute. Reicht ja auch vollkommen. Und jetzt gucken wir. Fußböden, Teppiche, Laminate, Teppiche, Teppich mit Löwenzahn, aha. Bodenfliesen, ich nehme. Kaufen viele. Über das hier. Oh, das macht so viel mehr Spaß als Fliesen. So. So. Blub. Ich finde, Fliesen verlegen sollte auch so einfach gehen. Guck mal, machen wir auch im Schlafzimmer den Fußboden. So. Hier müssen wir unbedingt die Wände nochmal hübsch machen, ehe wir hier eine Wandfarbe aussuchen. So. Perfekt. Auch schön, dass dann die ganzen Möbel ausgeblendet werden. Fußboden, Bodenfliesen. Hier möchte ich unbedingt die hier kaufen. Viele.
kommt hier der Boden. So. Und jetzt fehlen noch die Wände. Wände. Wandfliesen. Die hier. Ja, aber ich kann nicht dieselben nehmen. Nehmen wir weißen Fischgräten. Kaufen. Gucken. Geht das? Ich will nicht.